In den Hügeln der italienischen Region Toskana liegt das Haus des Fotografen Oliviero Toscani, versteckt zwischen Zypressen und Pinien. Schon als Student kam der Mailänder oft hierher und verliebte sich in die Landschaft. Inzwischen lebt er hier mit seiner Familie und seinen 7 Hunden. Hier war einmal eine Straße. Ich setzte mich dahin und malte die toskanische Landschaft. Mit diesen Farben. Ein bisschen wie Paul Klee. Damals war das hier ein heruntergekommenes altes Haus, in dem ein paar Bauern mit ihren Tieren wohnten. 1968 kaufte er das Bauernhaus. Später erweiterte er es mit modernen Anbauten rings um einen Innenhof. Oberhalb des Hauses liegt versteckt der Haupteingang, den Oliviero Toscani so bauen ließ wie den Eingang zu einer antiken Grabstätte. Vom hellen Licht gehen wir unter die Erde ins Etruskergrab, in die völlige Dunkelheit. Unter der Erde ist wie bei den Etruskern das Paradies, also mein Haus. Willkommen im Paradies. Eine Skulptur des italienischen Künstlers Velasco Vitali ist Blickfang im Zentrum des Hauses, dem schattigen Innenhof. Eine Weinlaubpergola verbindet den neuen mit dem alten Gebäudeteil. Direkt neben dem Eingang das Büro von Oliviero Toscani. Der Fotograf wurde in den 70er Jahren mit provokativen Werbekampagnen berühmt. Mit seiner Frau Kirsti hat er 3 Kinder, die hier in der Toskana aufgewachsen sind. In meinem Haus will ich leben und mich wohlfühlen. Ich muss niemandem etwas beweisen oder Reichtümer zeigen. Deshalb ist hier alles sehr einfach gehalten. Direkt gegenüber ist der Eingang zur Küche. Sie ist ähnlich gestaltet wie der Innenhof. Mit identischen Kottofliesen und Dachbalken aus Redwood-Holz, das vom kalifornischen Küstenmammutbaum stammt. Hier diskutieren und essen wir. Es gibt keinen Fernseher in meinem Haus. Im Winter machen wir den Kamin an und im Sommer kann man hier alles öffnen. Es ist, als ob man auf eine Piazza geht. Ich habe hier sogar schon mal mit meinem Pferd gegessen. Die Möbel ließ Oliviero Toscani aus Massivholz im sogenannten Shaker-Stil anfertigen. Die Shaker sind die Mitglieder einer US-amerikanischen Freikirche. Im 19. Jahrhundert verbreiteten sich die schlichten und funktionalen Möbel der protestantischen Handwerker. Heute gelten sie als Designklassiker. Diese Stühle sind original Shaker mit diesem Stoffgeflecht. Und auch alles andere ist in ihrem Stil handgemacht. Alles in meinem Haus ist Handarbeit. Durch den L-förmigen Anbau gelangt man in das ehemalige Bauernhaus mit dem Wohnzimmer im Erdgeschoss. Im Schlaftrakt darüber Ankleidezimmer und Bad, möbliert ebenfalls im Shaker-Stil. Das Landleben ist Oliviero Toscanis Leidenschaft. Aus dem Bauerngehöft hat er ein 150 Hektar großes Landgut gemacht mit Pferdezucht und Weinanbau. Die Speisekammer habe ich wie einen kleinen Laden eingerichtet und dort ist der Weinkeller. Seinen selbst angebauten Rotwein verkauft der Fotograf europaweit, einfach unter seinem Namen. Ich schätze vor allem, dass ich hier in Ruhe nachdenken kann. In der Stadt hat man keine Zeit. Mein Leben ist sehr einfach, aber es ist sehr schwierig, etwas Einfaches zu machen. Oliviero Toscani ist das gelungen. Der Fotograf hat Büros in Mailand, Paris und New York. Aber die besten Ideen kommen ihm hier, in seinem Landhaus in der Toskana.